Der neue Fiat 500 muss über das Stromnetz geladen werden. Zur Erleichterung des Ladevorgangs gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die über das Infotainment-System oder aus der Ferne über die App ausgewählt werden können. Wird das Fahrzeug über das häusliche Stromnetz, zum Beispiel in der Garage oder auf einem Privatparkplatz, geladen, kann es vorteilhaft sein, den Ladevorgang zu programmieren. Somit kann sichergestellt werden, dass das Fahrzeug nur zu bestimmten Zeiten geladen wird und dadurch gegebenenfalls vergünstigte Tarife des Stromanbieters genutzt werden können. Auch der normale Arbeitsalltag des Fahrers soll nicht beeinträchtigt werden. In dem Menüpunkt Fahrzeug des Infotainment-Systems können im Abschnitt Programmierung verschiedene Ladepläne eingestellt werden. Für jeden Ladeplan kann der Tag des Ladevorgangs festgelegt werden. Außerdem ist es möglich, für jeden Ladeplan die Uhrzeit für den Beginn und das Ende oder nur den Ladebeginn anzugeben und Vollladen zu wählen. Zusätzlich zu den Ladezeiten kann der Nutzer auch einen Zeitplan für die Klimaanlage programmieren, sodass beim Einsteigen ins Fahrzeug eine angenehme Temperatur vorliegt. Dieselben Einstellungen können auch über die Fiat-App vorgenommen werden. Beim Laden mit Gleichstrom, Mod 4, kann kein Ladeplan programmiert werden. Die zum Laden verwendeten Hausstromnetze können unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich der Leistungsabgabe aufweisen. Aus diesem Grund gibt es eine Einstellung, die es dem Nutzer ermöglicht, die Leistungsaufnahme beim Laden des Fahrzeugs zu regulieren. Für das Laden zu Hause können 5 verschiedene Stromverbrauchsstufen eingestellt werden. So ist es zum Beispiel möglich, die Leistungsaufnahme eines 2,3 kW Hausstromnetzes auf 1 kW zu begrenzen, während die restliche Energie für den Betrieb anderer Haushaltsgeräte zur Verfügung steht. Es ist zu berücksichtigen, dass beim Laden an einer öffentlichen Ladestation die maximale Ladestufe, Stufe 5, eingestellt werden muss. Andernfalls sind die Ladezeiten und Ladeleistungen an der öffentlichen Ladestation nicht optimiert. Über die Fiat-App kann der Ladevorgang über den Punkt Ereignisplan zu bestimmten Tagen und Uhrzeiten programmiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dasselbe Programm zyklisch zu wiederholen, sowie personalisierte Klima- und Ladepläne durch Auswählen von Neues Ereignis hinzufügen zu erstellen. Es ist außerdem möglich, eine Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Ladeplans einzustellen, beziehungsweise den Ladevorgang durch die Auswahl von Vollladen fortzusetzen, bis die Batterie zu 100% geladen ist. Eine Benachrichtigung in der App meldet den Beginn des programmierten Ladevorgangs. Über die Fiat-App kann der Ladevorgang im Menü Ereignisplan durch Drücken auf Jetzt laden sofort gestartet werden, wenn das Fahrzeug bereits an das Stromnetz angeschlossen ist und über die App ein Ladeplan programmiert wurde. Der Button zeigt den Zustand des Ladevorgangs an, zum Beispiel wird geladen, Ladekabel nicht angeschlossen. Über die Fiat-App kann die Klimaanlage im Menü Ereignisplan zu bestimmten Tagen und Uhrzeiten programmiert werden. Es besteht die Möglichkeit, denselben Klimaplan zyklisch zu wiederholen, sowie personalisierte Klima- und Ladepläne durch Antippen auf Neues Ereignis hinzufügen zu erstellen. Hinweis: Es ist nicht möglich, eine genaue Temperatur einzustellen. Weiterhin ist die Vortemperierung nur möglich, wenn das Fahrzeug an das Stromnetz angeschlossen ist.